Ich grüße dich, liebe Seele. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Bist du bereit, deinen göttlichen Beitrag hier in dieser Welt zu leisten? Ja, liebe Seele, ich meine dich. Für mich bist du ein wunderbares und großartiges Lichtwesen. Von mir darfst du das annehmen, da es so ist. Du wurdest aus dem Urlicht geboren, und so liegt es in deiner Bestimmung, dich wieder zu erinnern, warum du hier bist. Aktiviere zunächst deine verborgene Macht, deine Liebeskraft. Tu es gleich hier und jetzt. Du bist wichtig und du wirst gebraucht. Entfalte dein Licht und bringe Ordnung in das Chaos dieser Welt. So nehme einen tiefen Atemzug und richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herzzentrum. Nun spreche die folgenden Worte aus dem Herzen heraus. Ich bin der lebendige Atem Gottes. Ich bin das Lebenselixier für meinen physischen Körper. Ich bin Nahrung und Schutz für meine Zellkinder. Denn ich bin das Licht der Welt. Ich bin Liebe. Ich bin die lebensspendende Kraft, die verändert. Ich bin geführt und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich treffe immer mehr wahre Menschen. Ich finde hier immer die richtigen Worte. Ich bin in jedem Augenblick behütet und mit allem versorgt. Ich bin der Ausdruck Gottes in der Materie. Ich bin ein Segen für die Menschheit. Liebe Seele, diese Worte geben deiner Schöpferkraft eine Ausrichtung. Lade dein Zellsystem mit diesen Worten auf und tu es jeden Tag erneut. Auf diese Weise erhöhst du deine Schwingung und deine Ausstrahlung. Dein Licht aus dir heraus wird heller. Deine Umwelt und alles,
was beseelt ist, reagiert darauf. So wirst du zum Leuchtturm und Wegweiser in dieser Welt. Das, was du ausstrahlst, durchdringt alles und überträgt sich. Dadurch veränderst du die Welt. Es ist die Liebe, die du bist und ausstrahlst. Auf diese Weise erschaffst du einen paradiesischen Zustand. Beachte dabei, dass du stets liebevoll mit dir selber umgehst. Liebe hierbei deinen Nächsten wie dich selbst. Halte diesen Energiezustand aufrecht. Damit vermeidest du, dass du dich in Selbstzweifeln und unsinnigen Bewertungen verlierst. Probiere es aus, damit du es fühlen kannst. So wirst du auch die Erfahrung machen, dass sobald deine Liebe nachlässt, du buchstäblich aus deinem Paradies herausfällst. Hier eine Hilfestellung für dich. Wenn du dir erlaubst, wieder Kind zu sein, dann gewinnst du deine Unbekümmertheit zurück. Dadurch wird es leichter, deinen Zustand aufrechtzuerhalten. Dann bist du automatisch im Augenblick. Das ist die Lösung.